Ja, damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Graveyard Keeper. Heute kriegen wir wieder schön Kohle und ich kann endlich dem Händler Bescheid sagen, dass wir Frau Anmut auf unserer Seite haben. Also wenn das mal nichts ist, und eigentlich, das mache ich einfach mal gleich. Ich glaube übrigens auch, wir sollten langsam unseren Hof machen. Allein schon, ich brauche noch mehr Platz für Stein. Ich bräuchte auch hier einen zweiten Vorrat. Dazu kommt noch ein zweiter Holzvorrat, wäre ja trotzdem nicht verkehrt, ne? Und generell so ein bisschen Ordnung. Ich habe mit Frau Anmut geredet. Sie kümmert sich um den Vorstand des Königlichen Rates. Dankeschön. Warum? So, weißt du was? Einfach, weil ich es kann. Einfach so. Ich liebe diesen Scheiß. Fragt sich bloß, wo packe ich das hin? Dass ich nicht wieder irgendwo verliere? Ich bin mir nämlich sicher, irgendwo hat man doch sonst auch noch Seide. Oder nicht? Wahrscheinlich wieder nicht. Wahrscheinlich in meiner Einbildung. Wie so oft. So, hier mal kurz durchgucken. Ist hier irgendwo... Hier, Siegenseide. Warte, das ist nicht die. Hier. Wir könnten nämlich einfach halt, weil wir es können, die Kirche so ein bisschen aufwerten. Ich glaube nämlich, wir bekommen dadurch dann auch mehr Geld. Und gegebenenfalls auch mehr Glaube. Man merkt ja schon den Unterschied mit den Kerzen. Wenn die mit an sind, bekomme ich da gleich viel mehr für. So, die weiche Kirchenbank. Das reicht sogar. Oh ja. Das alles mal 6. Sekunde. Also 48 Planken. Oh, jetzt ist der Kugelschreiber leer. Nee, geht doch noch. Das wäre voll gut. Also jetzt mal ohne Spaß. 24 Holzkonstruktionen. Ja, und 12 Seide. Das würde ich voll gern mal machen. Bis dann kann ich ja das hier schon mal abreißen. Bekomme ich hierfür auch irgendwas zurück? Metallschrott. Aber Planken, immerhin. Ich hätte vielleicht vorher mal schauen sollen, ob wir nicht gegebenenfalls sogar noch bessere bekommen. Nee. Wir haben damit dann die beste Kirchenbank. Dann bin ich beruhigt. So, Metallschrott könnten wir eigentlich auch direkt wieder einschmelzen. Für was anderes brauche ich den ja sowieso nicht. So, einmal hier mit rein. Ja, die passen hier nicht. Immerhin 3 Stück. Diese Keile brauche ich halt jetzt leider auch nicht. Das war ein bisschen sehr unnötig. Und das müssen wir alles herstellen. Was brauche ich hierfür? Wir brauchen 24 Stück, also 24 komplexe Eisenteile. Boah, das wird richtig teuer.
wir müssen alles erstmal irgendwie ein bisschen auf Vorrat machen. Das Problem ist, manches davon zieht halt auch super viel Ausdauer. Und manches halt nicht. Und warte, der hier sollte mal kurz aufhören. Ich brauche Holz. Dringend. So, das sollte hoffentlich reichen. Nach einem Bierchen. Ach, ich war noch gar nicht fertig. Ich dachte, ich bin schon durch. Hups. Ich hoffe bloß, ich brauche Seide auch noch für irgendwas anderes, ne? Weil sonst wäre das sehr ärgerlich. Holzbalken. 24 Stück. So, das brauchen wir. Und 48 Planken. Also 12 Mal. Wir brauchen halt unheimlich viel Holz dafür. Fast schon so viel, dass ich überlege. Ach nee, ich brauche gar nicht so viele Planken. Ich habe ja. Ich habe ja. 18 Stück. Das heißt, es fehlen noch 30. Acht mal vier sind 32. Ja, okay, geht halt nicht anders auf. Aber das sind 8 Stämme. Was, die brauchen auch Komplexe? Oh, da muss ich ja nochmal welche machen. Uff. Och Mann. Ich mag doch bauen. Und wie schnell war denn am Schluss jetzt das ganze Holz vom Friedhof bitte weg? Ich meine, das war nicht gerade wenig. Ursprünglich. Das macht mich gerade ein bisschen traurig. Ich war mir sicher, das hält ewig. Aber da ich auch nie warten kann, möchte ich unbedingt alle Bänke auf einmal machen. Oh Mann. Das Problem ist halt einfach, dass das Holz nie im Leben so schnell nachkommen kann. Da müsste ich hier schon wieder ein bisschen was fällen. So, mache ich hier zumindest noch mal ein paar. Leider aber immer noch nicht so viel. Weißt was, aber der Zombie kann das ja in der Zeit wegarbeiten. Das kann er mal machen. In der Zeit, in der ich hier noch rumwuseln muss. Und sobald das Holzlager voll ist, übernehme ich einfach wieder und lasse ihn vielleicht in der Zeit noch die fehlenden komplexen Eisenstücke nachproduzieren. Dann können wir das alles Hand in Hand einfach abarbeiten. So, das könnte nämlich hier jetzt durchaus mal reichen. Und
Das ist noch ein Stamm. Ja, okay, es reicht noch nicht. Weiß ich, ich mach das mal gleich selber. So, jetzt kann ich mich schauen, wie viele komplexe Eisenstücke brauchen wir aktuell noch. Das haut immer noch hin. 24 Stück. Ach nee, eins fehlt. Gar kein Problem. So, jetzt aber. So, mach das mal nebenbei. Ne? Dass du gut ausgelastet bist und auch ein bisschen was zu tun hast. Das wird super, vertrau mir. Und wir verbrauchen in letzter Zeit auch sehr viel Bier. Nicht genügend Ressourcen, wirklich. Wegen einmal jetzt. Oh Gott. Unangenehm. So, der sollte eigentlich reichen. Der ist aber trotzdem schon ein bisschen langsam, ne? Och Mist, jetzt habe ich mich auch noch verzählt. Oh Mann. Wenn ich den ausgrabe, bekomme ich halt maximal Stöckchen, oder? Nee, ich krieg gar nichts. Pilze will ich gerade gar nicht, das kann ich nicht wegmachen. Ich wollte jetzt eigentlich auch nicht extra einen Baum fällen, wenn ich ehrlich bin. Und nach der Leiche müsste ich auch noch schauen. Wir warten ja immer noch auf dunkle Organe. Wir mit unserer Organhändler-Mafia. So, dann machst du wieder hier auf unendlich. Ich nehme dir da drüben deinen Job ab. Davon habe ich genug. Ich könnte eigentlich gleich zwei da lassen. Hiervon brauchen wir auch bloß 24. Nee, 12. Wir könnten dasselbe nochmal machen. Gut, ich gehe nochmal schnell Bier holen. Und Wein. Schade, dass es die Woche nicht funktioniert hat, aber dafür können wir nächste Woche beim Händler umso mehr Wein verkaufen. Das wird so gut. So. Klar, ich meine, wir könnten natürlich auch einfach mal schlafen. Aber da sehe ich mich nicht so. Schlaf wird ja auch grundsätzlich maßlos überbewertet. Außerdem bekommen wir hierbei auch wieder schön rote Punkte, wenn wir das selber machen. Das kriegen wir bei den Zombies nicht. Ich wünschte, der Astrologe würde mehr von den blauen Büchern verkaufen. Irgendwie in drei Stufen. Oh, das wäre so gut. Dann die nächsten drei. Und ich bin auch mega gespannt, wie viel Glaube wir dann bei der nächsten Predigt rausbekommen. Ich bete schon, dass ich das in der Aufnahme noch mitbekomme.
bis zur nächsten Aufnahme wüsste ich das gar nicht mehr zu schätzen, weil ich mich wahrscheinlich nicht mal dran erinnern könnte. So, wir haben 48 Planken. Wir haben 22. Wo hatten wir das zweite hingepackt? Beziehungsweise die zwei, die er gemacht hat. Hier. Und wir haben 12 Seide. Let's go. Und ich habe bis jetzt immer noch kein Marmor gesehen. Ich weiß nicht, ob er das auf den normalen Steinvorrat packt. Und was, wenn nicht? Oh, die sehen sehr bequem aus. Oha. Das macht gut was aus. Was könnten wir noch? Beichtstuhl, Räuchergefäß. Kerzenständer. Wir haben hier, glaube ich, immer noch Kerzenständer 1. Hieße zwar auch mehr Kerzen. Aber die Kerzen geben ja dann nochmal jeweils 2. Also wir hätten aktuell 4 und dann 8. Wäre schon nicht schlecht. Wandleuchter, ja. Also wir müssen mal mit sehr vielen Eisenteilen kommen. Räuchergefäß weiß ich halt nicht. Ob wir das wirklich brauchen. Rein theoretisch. Das mit den Buntglasfenstern wäre auch noch interessant. Aber muss jetzt nicht sein. So oder so. Wir ziehen den Priester langsam auf unsere Seite. Dankeschön. Darauf habe ich so lange gewartet. Oh ja, wir werden uns endlich einen komplett vollen Zombie fertig machen. Oh, das wird gut. Und eigentlich, wir haben doch genug Eisen. Warum mache ich die Kirche nicht gleich noch weiter? Was hält mich davon ab? Außer mir selber natürlich. So, ja, sorry, kann ich gerade bloß hier hinschmeißen. Ich muss hier mal wieder Brennholz holen. Als ob. Die nächsten beiden Leichen, die kommen, werden einfach mal richtig gut. Wo lasse ich denn die arbeiten? Fragen über Fragen. Und gab es nicht auch irgendwie noch dunklen Zombiesaft? Ich bin mir nicht mehr sicher. Sollte ich vielleicht mal zwischen den Folgen noch schnell nachschauen. Aber das wäre schon cool. So einen richtigen High-End-Zombie einfach. Beziehungsweise ja zwei. Und für Kerzen müssten wir, glaube ich, auch erstmal wieder Bienenwachs holen, ne? Wahrscheinlich habe ich da gar nichts. Sogar höchstwahrscheinlich. So, pass mal ob. Bienenwachs kümmere ich mich später. Wir haben ja noch Zeit, bis wir predigen können. Vorher wäre mir wichtig. Beziehungsweise wie... Ich kann ja hier nachschauen. Wie viele einfache haben wir denn? 57. So, dann legen wir mal schnell nach.
Ich denke, wir könnten die Kirche auch noch vor den Upgrades locker auf 40 bekommen. Sollte einfach drin sein. Ich meine, wir können ja diese Räucherschalen einfach schon mal aufstellen. Nutzen müssen wir sie ja nicht unbedingt gleich. 24 ist gar nicht so viel. Komm, ich mach mal wenigstens 30. Einfach weil es eine runde Zahl ist. So, dann würde ich hier gerne davon gleich ein bisschen was mitnehmen. Auch wenn es leider relativ wenig ist. Hier sollte ich auch eigentlich mal direkt wieder anschmeißen. Können wir entweder verkaufen oder eben gewinnbringend für die Kirche einsetzen. So, dann zünden wir die beiden nämlich noch schnell an und machen die Kerzenhalter wenigstens heute noch. Dann schaue ich mal zwischen den Folgen, ob es nicht noch was für unsere Zombies gibt. An Dunkelheit. Dass sie so richtig schön düster werden. Da hätte ich Bock drauf. So, Bierchen haben wir ja noch. Perfekt. Als wäre es abgezählt gewesen, dass es noch für diese Folge reicht. War es natürlich auch. Klar. Ich mache sowas immer. Ich plane jeden Schritt. So, das heißt, wir bauen auf jeden Fall die beiden ab. Kann ich die nicht? Ach, da oben in der Ecke bloß. Warum? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Boah, wie viel Metallschrott. Huiuiui. So, dann pass auf. Kerzenständer Nummer 2. Könnte man hier. Na, wobei, hier muss irgendwas anderes besser hinpassen. Wo kann. Ich habe Fragen. Kann ich Wandleuchter überhaupt irgendwo anbringen? Gefühlt halt gar nicht. Oder fehlt mir dafür irgendwas? Nee. So Räuchergefäß bräuchte man noch Marmor. Die würden dann hier an der Wand passen, oder? Bringen ja aber auch nicht viel mehr. Ich meine, zur Not, ganz ehrlich, hier nochmal zwei Kerzenständer. Ich wüsste halt gern, wie groß das hier ist. Und ich warte ja auch noch auf die anderen. Auf die. Na gut. Wir warten auf generell noch ein paar andere Sachen. Aber 35. Wir waren vorher, glaube ich, bei 21. Ich gehe noch schnell aufsammeln. Aber das sollte doch dann auch reichen, oder? Zumindest mal. Eine ganze Zeit lang. Hier kommen wir jetzt eigentlich auch wieder relativ gut zurecht. Jetzt wird ja nur noch Brennholz hierfür produziert. Also so langsam, aber sicher, es wird. Dann würde ich sagen, nächste Folge fangen wir erstmal an, schnell Inventar aussortieren und vielleicht ein bisschen Dungeon. Ich weiß nicht. Könnten wir eigentlich mal machen. Ja. Bis dahin jetzt jedenfalls einen wunderschönen Nachmittag und warte, den Wein schmeiße ich noch schnell an, dass ich das nicht vergesse. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Ich sortiere noch schnell. Komm. Dann können wir ja vielleicht morgen schon uns um Marmor kümmern. Bis dahin jetzt noch einen wunderschönen Nachmittag. Mach's gut und ciao, ciao.